Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Bottom Reaper und ihr seid bei Get to the Keyboard. Das hier sind die 11 Tipps für absolute Counter-Strike-Anfänger, wie man in Counter-Strike Global Offensive nicht verkackt, sondern besser wird. Wieso 11 Tipps? Weil wir von GTTK für euch immer einen Schritt weitergehen. Das sind wie gesagt Tipps an absolute Anfänger, damit ihr in Counter-Strike nicht verzweifelt, sondern einigermaßen vernünftig in das Spiel findet. Wir fangen am besten einfach mal an. Tipp Nummer 11. Oft spielen, nicht entmutigen lassen. Versucht nicht nach zwei Runden sofort zu sagen, oh Gott, das Spiel ist scheiße, ich komme drauf nicht klar und es wegzuwerfen. Counter-Strike ist sehr schwierig, vor allem für Anfänger. Es gibt zahlreiche Sachen, die man wissen oder meistern muss und noch kein Meister ist vom Himmel gefallen. Bleibt einfach am Ball und zockt. Mit Kollegen, mit Pros, mit Leuten, die genauso schlecht sind wie ihr, egal, Hauptsache Übung. In diesem Punkt lehnt sich natürlich auch sofort der 10. Punkt an. Wenn ihr gar keine Erfahrung habt, was Shooter angeht, wenn ihr niemals irgendwelche Spiele wie Call of Duty oder sonstiges gespielt habt, niemals das originale 1.6 Counter-Strike, spielt zuerst mal gegen die Bots, denn ihr braucht ein Gefühl für die Waffen in Counter-Strike. Das Gefühl ist etwas anders als bei anderen Shootern, aber falls ihr Shooter-Erfahrung habt, ist das schon mal gut. Ihr braucht ein Gefühl für die Waffen. Falls ihr als Anfänger in irgendein Online-Spiel reingeht, werdet ihr sofort sterben und dann habt ihr nichts davon, wenn ihr am Anfang jeder Runde sofort ins Gras beißt. Spielt erstmal gegen Bots, bekommt ein Gefühl für die verschiedenen Waffen, für den Rückstoß, für die Reichweite und so weiter und so fort. Tipp Nummer 11. Erfüllt eure Mission. Falls ihr durch irgendeinen Grund auch immer in einer 1:1 Situation seid oder 1:2 Situation und ihr quer durch die ganze Karte am Laufen seid, um zu schauen, wo ist der Gegner, wo kann ich vielleicht noch wen töten, lasst es einfach. Das schadet nur. Erfüllt eure Mission. Wenn ihr Terrorist seid, dann legt die Bombe, lasst die Gegner zu euch kommen. Es ist viel praktischer, als quer durch die Gegend zu rennen, in dem Versuch, einen Gegner zu töten und der ist dann hinter euch und schießt euch in den Kopf. Das macht keinerlei Sinn. Tipp Nummer 8. Mit Messer läuft man schneller. Das ist zwar sehr banal, aber viele wissen es einfach nicht. Am Anfang der Runde holt einfach das Messer raus und rennt. Dadurch seid ihr schneller und dadurch werdet ihr natürlich auch schneller von Punkt A zu Punkt B kommen. Dadurch könnt ihr am Anfang in eine bessere Position kommen. Mit dem Messer läuft man schneller. Tipp Nummer 7. Befehle an Team über die Konsole geben. Sehr wichtig. Falls ihr zum Beispiel an Punkt A seid und ihr wisst, die Bombe ist da nicht gelegt. Also ihr hört von irgendwoher, oh, the bomb has been planted. Da geht zum Punkt A, die Bombe ist da nicht. Öffnet mit einem einzigen Tastendruck die Konsole und da kann man aus verschiedenen Befehlen einen auswählen. Macht es, das spart sehr viel Zeit, das gibt eurem Team die nötige Information, um das zu tun, was es tun soll, und so hat man ein Gefühl im Spiel drin. Counter-Strike ist ein Teamspiel, das ist nicht wie Call of Duty, wo ihr alleine rumrennen könnt, 20 Leute hintereinander umbringt und euch für den Größten haltet. Es ist ein Teamspiel, es geht um Runden, es geht um Teamerfolg. Spielt im Team zusammen. Tipp Nummer 6. Sparrunden. Vor allem am Anfang als Anfänger werdet ihr ziemlich hart kassieren und es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr niemals Geld habt. Versucht nicht die ganze Zeit euch die größtmögliche Waffe und die beste Waffe zu kaufen, legt Sparrunden ein. Wenn ihr euch nur eine Waffe leisten könnt, zum Beispiel irgendein MG, das nicht das MG ist, was ihr wollt, beziehungsweise nicht das MG, mit dem ihr gut spielen könnt, falls ihr also eine Waffe nehmen könntet, die ihr, naja, nicht wirklich mögt, beziehungsweise mit der ihr nicht vertraut seid, legt eine Sparrunde ein. Kauft euch eine Desert Eagle Pistole, die kostet nicht so viel wie ein MG, mit der kann man aber auch, wenn man gut ist, sehr gut abgehen. Legt Sparrunde ein, das hilft wirklich und falls ihr die Runde dann überlebt, habt ihr für die nächste Runde mehr. Tipp Nummer 5. Benutzt Granaten. Kauft euch am Anfang. Am Anfang habt ihr ein Messer, eine Pistole und etwas Geld übrig. Kauft euch Flashbangs, also Flashgranaten. Kauft euch normale Splittergranaten. Kauft euch Granaten. Die sind sehr wichtig, die können euch vor allem am Anfang und natürlich auch später im Spiel sehr den Arsch retten. Sie können euch helfen, große Gegnerhorden zu bekämpfen. Man kann damit locker 3 gegen 1 Situationen reißen, indem man eine gute Flash platziert. Die Gegner sehen nichts und dann verteilt man 3 Header hintereinander. Granaten sind essentiell. Tipp Nummer 4. Achtet auf die Minimap. Das gilt sowohl in der Casual-Version als auch in der Competitive-Version. In der Competitive, damit ihr nicht eurem Verbündeten auf einmal die Rübe wegpustet, weil, naja, ihr wisst nicht, dass er es ist. Und in der Casual-Version, damit ihr seht, wo die Gegner sind, wo eure Verbündeten die Gegner bekämpfen. Das kann man auf der Map ja jeweils immer markieren. Ganz wichtig, versucht immer mit einem Auge dahin zu gucken. Es lohnt sich definitiv.
Tipp Nummer 3. Achtet auf Sounds. Spielt mit Kopfhörern. Ich habe letztens mit einem Kollegen an der Uni gesprochen, der meinte, ja, Counter-Strike ist ja so schwer. Da habe ich ihn gefragt, was heißt denn von dem Sound? Ja. Welcher Sound? Ich spiele ohne Kopfhörer. Da war mir sofort klar, dass er in Counter-Strike schlechter sein wird, als jemand mit genau dem gleichen Skill wie er. Denn er hört nichts, er hört nicht die Schritte, er hört nicht das Waffenfeuer. Sämtliche Aktionen in Counter-Strike hinterlassen einen Ton. Ob man jetzt schnell läuft, ob man irgendwelche Waffen abschießt und so weiter. Granaten wirft, jede Aktion hat einen unikalen Sound, den man mit ziemlich großer Erfahrung sofort zuordnen kann. Wenn ihr gute Kopfhörer habt, könnt ihr sofort hören, aus welcher Richtung wer gerade zu euch hinläuft und ihr könnt das besser einschätzen. Spielt mit Kopfhörern, sehr wichtig. Tipp Nummer 2, wir nähern uns langsam dem Ende, kein Dauerfeuer. Das Prinzip von Spray and Pray funktioniert nicht. Also von Spray, sprühen, eure Waffe, Dauerfeuer, einfach mal das ganze Magazin irgendwo hin reindrücken and Pray, also beten, hoffen, dass irgendwas ankommt, funktioniert nicht. Ihr könnt das ganze Magazin versuchen, einen Gegner zu schießen, der einen Meter neben euch steht. Falls ihr im Dauerfeuer seid, trifft ihr in der Regel gar nichts. Es sei denn, ihr seid Pro und könnt das Ganze ausgleichen. Als Anfänger macht es nicht. Feuert immer Salven ab. Für eine Pistole halt immer einen Schuss nacheinander, das ist ja wohl ziemlich klar. Aber für ein MG immer 3-4 Schüsse in Salven. Sonst schießt ihr irgendwo hin, außer dahin, wo ihr wollt. Sehr, sehr wichtig. Und der wichtigste Tipp überhaupt, lernt die Maps kennen. Sehr, sehr oft, wirklich sehr, sehr oft passiert ist, wenn ihr vor allem als Anfänger irgendwo hingeht auf der Map und ihr seht einen Gegner und bevor ihr auch nur reagieren könnt, habt ihr eine Kugel im Kopf stecken, ihr seid tot. Da scheint ihr meistens rum, was ist das? Da hat mich doch nicht mal gesehen. Wie konnte er da hinschießen? Hack, Cheat, irgendwas, irgendwas. Das hat nichts damit zu tun. Die Leute haben diese Map einfach schon so oft gespielt, dass sie intuitiv wissen, dass da einer stehen wird. Da muss einer stehen, von dem Aufbau der Map. Das heißt, Leute, die viel Erfahrung haben, schießen schon intuitiv in irgendwelche, um irgendwelche Ecken herum oder sobald sie um die Ecke laufen, schießen sie schon intuitiv auf eine dieselbe Stelle, weil sie wissen, da kann einer stehen. Einfach, es ist einfach eine Art Reflex bei denen. Ärgert euch nicht, ihr müsst das 1:1 genauso können. Ihr müsst auch wissen, wenn meine Gegner gerade da und da waren, wo können sie hingelaufen sein? Das kommt nicht von ungefähr, das kommt nur, indem ihr sehr, 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 sehr lange spielt. Die Map zu kennen ist das A und O. Ihr könnt noch so gut sein im Zielen, wenn ihr keine Ahnung habt von der Map, auf der ihr spielt, seid ihr verloren. Lernt die Maps kennen, spielt sie erstmal offline, ohne irgendwelche Bots, läuft durch die Gegend, schaut euch an, wo sind Durchgänge, wo sind Verbindungen, schaut euch auch meine Videos dazu an. Ich habe Analysen von allen Maps gemacht, die könnt ihr auf dem Kanal verfolgen. Ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen. Falls ihr noch mehr Tipps für Anfänger loswerden möchtet, dann schreibt sie doch unter die Kommentare. Ansonsten klickt auf den grünen Daumen nach oben oder auf die Anmerkung, falls ihr Content zu mehr Spielen sehen wollt. Bis zum nächsten Mal, Jungs. Ciao, ciao.